Saturday Night Hockey in Düsseldorf. Mit 4:2 besiegten die DG Metro Stars am Samstagabend die Krefeld Pinguine im Rhein-Derby. Joseph und Murphy brachten die DG in Führung und Boris Blank glich mit 2 Treffern bis zur zweiten Drittelpause aus. Im letzten Drittel besorgte Andy McDonald mit 2 weiteren Toren den Sieg für die Metro Stars. Hier sind die Trainerstimmen nach dem Spiel. It was a very exciting game. It was a good hockey game. We did what we needed to do to try and win here in Düsseldorf, and I thought we deserved a better fate. Our players gave everything they had. This is a very explosive hockey team that we played against. They're a very good hockey team, and we made some mistakes in the first period, but we recovered real well in the way we reacted to our second and third periods. We had the wrong guys in the penalty box at the end of the game. I don't look for excuses. I give my team a lot of credit, and I also give Harold's team a lot of credit. It was a great game. Thank you. Ich fasse kurz zusammen. Es wäre ein sehr interessantes Spiel gewesen. Deine Mannschaft hätte gegen ein sehr explosives, gegen ein sehr gutes Team spielen müssen. Leider hat dein Team Fehler gemacht im ersten Drittel, aber sie sind sehr gut zurückgekommen. Sie haben sehr gut reagiert. Leider saßen am Ende die falschen Spieler auf der Strafbank, aber er will keine Entschuldigung suchen. Viel Respekt für deine Mannschaft und viel Respekt für den Gegner, für ein gutes Spiel. Ja, guten Abend zusammen. Ich finde auch, dass das Spiel an Spannung und Dramatik zugenommen hat. Wir haben unsere Chancen am Anfang des Spiels durch konzentrierte Aktionen und unsere Tore geschossen. Und dann sind wir ein bisschen in Spielerei verfallen, nenne ich das mal. Und wir haben viele Chancen gehabt, auch aufs Tor zu schießen, die wir nicht genutzt haben. Und mein Eishockey ist ein bisschen wie Basketball. Wenn man den Ball nicht durch zum Korb wirft, dann wird man sicher keine Punkte machen. Und wir haben ein bisschen zu verspielt agiert. Und Krefeld, wir wissen, das ist eine offensiv sehr starke Mannschaft, läufisch und spielerisch auch. Sehr stark, die haben das ausgenutzt. Die haben diese Situation für sich genutzt. Die haben das Spiel an sich gerissen, die haben den Momentum für sich im zweiten Drittel mehr gehabt als wir. Und für mich ein unerklärlicher Grund, warum wir das zweite Drittel dann eine Minute 10 vor dem Ende abgebrochen haben. Uns ist es gar nicht bekommen. Und die Krefelder haben sofort zu Beginn des Drittels uns schlafend erwischt. Aber die Mannschaft hat nochmal gekämpft, um eben diesen Momentum an sich zu ziehen. Wir haben im Überzahl, Adam Kortschen hat seine Qualitäten als Außen und McDonald als Spieler vor dem Tor genutzt. Letztendlich hätte es genauso gut in eine andere Richtung gehen können. Das Empty Net zählt nicht, aber bei 2:2 wäre ich froh über Punkteteilung gewesen heute. Und wie gesagt, für uns sind nochmal 3 Punkte und für die 8.500 so und so viele Zuschauer ein spannendes Spiel. Danke.